das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wenn man das praktisch bezeichnen will, ist Open Data die Öffnung von Daten zur, ja, zur Nutzung für alle, sodass, wenn man es auf touristische Datenbestände bezieht, dass die touristischen Datenbestände von Leistungsträgern, touristischen Organisationen, touristischen Akteuren so weit nutzbar gemacht werden, dass ja, sie nicht, dass nicht jedes Mal angefragt werden muss, ob ich die Daten nutzen darf, sondern sie über die Lizenz so ausgewiesen sind, dass sie am Ende ja, genutzt werden können. Weil ich will, dass an allen Kontaktpunkten der Customer Journey, also in jedem Kontaktpunkt der Kundenreise, meine Daten, die ich geöffnet habe, auch dem Gast zur Verfügung stehen. Es ist sehr oft der Fall, dass die Daten, die ein touristischer Akteur erhebt, produziert, dass die zwar über die eigenen Kanäle auffindbar sind, aber wenn es dann darum geht, über fremde Kanäle, fremde Plattformen, fremde Player, ja, die Daten zu finden, zu nutzen, dann ist es nicht möglich, weil die Daten nicht mit den richtigen Lizenzen ausgestattet sind. Ja, ich glaube, das Headless Web bezieht sich darauf, dass es jetzt heutzutage nicht visuelle Ausgabekanäle gibt, wie zum Beispiel Sprachassistenten. Ich produziere meine Daten unabhängig vom Anwendungskontext. Ja, ich produziere meine Daten, meine Inhalte, statte sie mit der richtigen Lizenz aus und diese Daten werden dann, je nachdem wer sie nutzt, im jeweiligen Kontext verwendet. Ja. Also vielleicht zu den strukturierten Daten. Strukturierte Daten sind das Hilfsmittel für dieses neue Web. Weil wenn ich nicht weiß, in welchem Kontext diese Daten verwendet werden, muss ich ihnen vorher eine Struktur geben, dass sie interpretiert werden können. Um diese Struktur, um eine verständliche Struktur für alle zu haben, gibt es globale Standards für diese Struktur, sogenannte Schemas. Und das bekannteste Schema für diese Strukturierung ist Schema.org, ein globaler Standard, den die großen Akteure wie Google, Microsoft und Co. ja, ins Leben gerufen haben. Und ja, dieser Standard ist auch die Basis für die weiterführende Strukturierung, die die DACH-KG als Arbeitsgruppe jetzt für den Tourismus noch vorantreibt. Im Tourismus reicht Schema.org als Standard nicht aus, um die Daten aus ihren Datensilos zu bekommen, also aus den relationalen Datenbanken, in denen ja, ganz individuelle Strukturen sehr oft vorhanden sind. Deswegen muss Schema.org erweitert werden, muss Schema.org ergänzt werden, um auch alle touristisch relevanten Daten, wie zum Beispiel Touren, auch aus diesen Datenbanken zu holen. Weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt drauf an, mit wem man redet und ob derjenige tatsächlich ein Verständnis hat für Digitalität oder für wie und warum das Ganze jetzt überhaupt stattfinden muss. Also ich glaube, es gibt schon welche, für die auch die Schemen und für die Datenstrukturierung an sich jetzt eine Herausforderung sind. Ich will das nicht sagen, dass das jetzt einfachste Kost ist. Ja, man muss schon ein gewisses Abstraktionsniveau erreichen, um zu verstehen, was denn überhaupt die Aufgabe ist. Und aus meiner Perspektive ist jetzt die Aufgabe, dass wir es schaffen, dass in den klassischen touristischen Datenbanken bisher Strukturen verwendet wurden, die sehr oft von den jeweiligen Organisationen vorgegeben wurden. Diese Strukturen sind unterschiedlich in den touristischen Organisationen und wir müssen es jetzt schaffen, dass sich diese Organisationen, die mit unterschiedlichen Strukturen arbeiten, im Vokabular auf ein gemeinsames Vokabular einigen, auf eine gemeinsame Sprache einigen. Und diese gemeinsame Sprache, das ist jetzt dieser Aushandlungsprozess, der stattfindet. Deswegen sitzen da auch wenige Techniker am Tisch, sondern es sitzen touristische Akteure am Tisch, die miteinander dieses erweiterte Vokabular neben Schema.org entwickeln und sich darauf einigen und auch dann ja Commitment dahinter bringen und sagen, das ist unser Vokabular und damit gehen wir jetzt auf unsere technischen Dienstleister zu und sagen, bitte strukturiert unsere Datenbanken, mappt unsere Datenbanken so, dass sie nach diesem Schema strukturiert sind. Also ich glaube, es gibt Open Data, Linked Data und Linked Open Data. Ja. Also es gibt drei Kategorien. Offene Daten,
müssen per se mal nicht verlinkt sein und sie müssen per se auch nicht strukturiert sein und sie müssen ja per se auch nicht als Linked Open Data zur Verfügung gestellt sein, sondern offene Daten, sag mal was über die Lizenz aus, mit denen die Daten ausgestattet sind. Linked Data sind ja verknüpfte Daten, über Hyperlinks verknüpfte Daten. Wenn offene Daten mit der richtigen Lizenz ausgestattet sind und auch noch mit anderen Daten, die eine offene Lizenz, eine Struktur haben, verknüpft sind, nennt man das Linked Open Data. Und das ist die höchste Stufe von offenen Daten, weil ich dann die Daten nicht nur in einer offenen Lizenz zur Verfügung habe, nicht nur sie maschinenlesbar sind, sondern für andere interpretierbar werden, weil andere diese anderen verlinkten Daten bereits interpretieren können. Dieter Fenzel vom STI in Innsbruck beschreibt den Vergleich zwischen relationalen Datenbanken und graphbasierten Datenbanken immer am schönen Beispiel der Kutsche. Mit Kutschen kann man auch auf Straßen fahren, aber mit Autos ist es deutlich bequemer, deutlich schneller, deutlich einfacher und am Ende ja effektiver und effizienter. Und ich glaube, das ist auch der Effekt, den wir bei graphbasierten Datenbanken sehen, dass man einfach, ja, dass sie performanter sind, dass sie eben für dieses Zeitalter gemacht sind und dementsprechend ja flexibler, dementsprechend performanter, dementsprechend erfolgreicher einfach einzusetzen sind, um touristische Daten als Linked Open Data zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, wenn wir diesen Prozess nach vorne spinnen und alle touristischen Akteure mitmachen, ihre Daten unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stellen, ihre Daten als Linked Open Data in die Linked Open Data Cloud geben und die Daten dann für jeden dadurch nutzbar, auffindbar werden, dann ist es für den Leistungsträger nicht nur ein Effekt, dass seine eigenen Daten nach draußen gehen, sondern er kann natürlich auch von anderen Daten benutzen und für seine Einsatzzwecke in Wert setzen. Egal, ob das jetzt irgendwelche Bilder sind aus der Destination, da muss ein Hotelier jetzt nicht nochmal die Wanderbilder shooten oder irgendwelche ja, eigenen Daten erheben, sondern er kann die touristischen Daten der Destination natürlich auch für seine eigenen Kanäle, für seine eigenen Website, für seine Tablets im Hotelzimmer, was weiß ich, an unterschiedlichsten Kontaktpunkten können diese Daten auch wieder zum Einsatz kommen und können so auch den Service im Produkt selbst verbessern.